Ah. Okay. Wie geht's dir? Ah, entschuldigt. Also, ich bin ja nie wieder nicht am Übersetzen. Es ging quasi darum, dass sie sagt, er wäre ihr kleiner Liebling und tralala und pipapo und diese Vicky, Veryl, wie auch immer, sonstiges und so weiter. Und die beiden sollen jetzt natürlich irgendwo hingehen und irgendwas tun. Das ist dieser Darkhave, der quasi mit diesem komischen Ding da unten den Van verunstalten möchte. Oh, keine Details bitte. Ja, ich sah sie da drin. Oh, danke. Hey, wofür sind denn Freunde da? Hey, Hatton, die Show letzte Nacht, die war unglaublich. Robotanzug? Unglaublich. Das Ding ist heiß und man kommt sowas von den Schwitzen, aber absolut alles das wert. Wie haben wir ge wie sah es aus? Klangen wir gut? Ja, es war großartig. Mach dir keine Sorgen. Danke, wie geht's dir? Kann mich nicht beklagen. Was machen du in Darkhave so? Ach, nicht so viel. Du hast mir nicht erzählt, dass er Musiker ist. Du Mann, wir sollten mal zusammen ein bisschen jammen oder sowas. Oh ja, auf jeden Fall. Wir könnten definitiv zusammen eine Vollmörder-Show schmeißen. Okay, die sind fertig. Mit denen habe ich schon. Okay, das sind einfach nur irgendwelche zufälligen Leute wieder mal. Mit dem habe ich auch schon, ne? Ja. Oh Mann. Gut, die beiden habe ich glaube noch gar nicht. Ey, der sieht doch aus wie ihr Typ. Der sieht doch sowas von aus wie ihr Typ. Ach so, ja, den habe ich ja auch schon. Habe ich die da oben eigentlich schon? Die habe ich auf. Hey, haba. Ja, die habe ich auf jeden Fall auch schon. Wieso eigentlich nicht? Sie könnte ja eine Lesbe sein. Habe ich die schon? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Also wir suchen uns einfach zufällig irgendjemanden raus. Das ist mir zu bürokratenhaft. So, komm, wir machen aus der jetzt eine Lesbe und das ist ihre super Freundin. Jo. Wir werden mit dieser Flasche anstoßen, die wir gekauft haben. Das ist unglaublich. Worauf warten wir? Das ist die perfekte Gelegenheit, um dieses Buch anzusprechen, das an dem du und Sam gerade arbeiten. Denkst du, Sam wird es stören, wenn ich mein Buch, wenn wir unser Buch alleine ansprechen? Ich denke, er wird schon ein bisschen angepisst sein.
Nein, ich würde schon ein bisschen angepisst sein, wenn ich hier in sowas in Verhandlungen außen vor gelassen worden wäre. Darüber kannst du dir später Sorgen machen. Wenn du jetzt nicht da reingehst und ihm sofort Honig ums Maul schmierst, werdet ihr zwei permanent nur Konzepte machen. Ja, ich schätze schon, dass du recht hast. Aber erstmal müssen wir es ja fertig kriegen. Na komm schon, hast du das Geschenk? Shit, wir haben vergessen, die Karte zu unterzeichnen. Hier, gib her, ich unterschreibe zuerst. Die heißt Ach, fuck. Die sieht für mich aus wie eine Amanda. So, wenn man schon Stereotyp sieht, sind Amanda. Okay, my turn. Und das ist definitiv eine Julie. Yours truly, Amanda and Julie. Lass mich da mal anschauen. Klingt super. Einfach super. Okay, Julie, lass uns gehen. Warte, küss mich erstmal. Ja, klar. Okay. Das ist also die Nacht, mit der alles beginnt. Also im Prinzip war das jetzt erstmal nur Charakterauswahl und noch nichts Großartiges, soweit ich das gesehen habe. Also Larry, bevor wir anstoßen, lass mich raten. Du hast ja dieses Buch, das du unbedingt hier, du weißt schon, ne? Wie sagt man das? Etwas pitchen. Keine Ahnung. Hör mir doch einfach mal zu. Nicht nötig, Amanda. Es gibt einen Grund, warum ich mit dir anstoße. Ich habe euer Zeug gesehen. Ihr habt Talent, viel Potenzial und du bist rau, tough. Genau. Zäh. Zäh ist gut. Ich möchte ein gutes Wort bei meinem Boss einlegen. Mal schauen, ob er euch ein bisschen einen Vorschuss geben kann. Boah, das wäre ja voll super. Das ist so kirre, crazy, shit, holy moly mäßig. Ernsthaft. Vielen lieben Dank. Ich werde dir etwas besorgen, das du ihm dann morgen zeigen kannst. Das ist so aufregend. Und wir sind noch im Schlafzimmer. Das ist ja noch viel aufregender. Komm, lass uns anstoßen. Juhu. Ah. Auf Ehrgeiz! Auf Erfolg! Auf reich werden! Boah, das ist voll die Schlampe, ey. Also, so eine Freundin, ne? Frau. Und ich stoße an auf World Domination. Also, das ist schon fast. Auf großartige Partner, ja, das könnte immer sein. Auf die Weltherrschaft, auf nicht versemmeln und auf die Zukunft. Ja. Also ich würde fast auf die Zukunft. Man könnte
großartige Partner nehmen, aber ja, großartige Partner oder Zukunft. Intuitiv würde ich eher die Zukunft nehmen. Auf die Zukunft. Es hat nicht wirklich, es macht keinen wirklichen Unterschied, wer angefangen hat, die Dinge in Bewegung zu setzen. Die Lawine hat lange vor dieser Nacht begonnen zu rollen. Dieser Teil der Geschichte jedoch braucht einen Helden oder brauchte einen Helden. Würde dies derjenige sein? Also ich will jetzt nicht unbedingt die Amanda spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, ich bin jetzt hier dieser Larry. Ja, nein, ja, nein, nein, ja, nein, ja, nein, nein, ja, nein. Ach komm, ja, warum nicht? Ein Jahr später. Dubston Apartment. Justin American, Jake Reardon. Amaya, Don Liu, Victor K. Rodriguez. Ja. Laser Destroyer Team. Choice is an evaluation of cost and benefit. Entscheidungen sind eine Evaluation von Kosten und Nutzen. Circumstances dictate the evaluation. Umstände diktieren die Evaluation. Consequences take care of the rest. Konsequenzen kümmern sich um den Rest. In this system there can be no right or wrong. In diesem System gibt es kein richtig oder falsch. Genau, so ist es nämlich. Zu welcher Zeit bin ich denn gestern Nacht nach Hause gekommen? Hä? Shit! Sieht so aus, als ob der Peeble-Schlafmonitor zurückgesetzt wurde. Ich muss unbedingt schlafen gehen, wenn dieses Ding mir sagt, dass ich schlafen muss. Ich war schon halb dabei, mein Einmonatsziel Master Sleep Achievement zu bekommen. Lass mich jetzt einfach mal durch die Modi-Ding und das Teil zurücksetzen. Hä? Muss ich da was machen? Und schon fertig. Ich habe nicht verstanden, was ich da gerade getan habe. Sie sagen, die längste Reise beginnt mit einem einfachen Schritt. Boah, hier sieht's ja aus unter aller Sau. Muss ich mal sagen. Also, es könnte bei mir zu Hause sein. Nein, bei mir zu Hause sieht's natürlich gut aus. Bei mir zu Hause hängen nur... Ich trage die gleichen Klamotten seit dem College. Warum soll ich sie mich jetzt umziehen? Okay, gut. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich wollte eigentlich zum Anfang noch ein
paar Sachen sagen, und zwar folgendes. Ja, Entscheidungen führen zu Konsequenzen und Konsequenzen führen zu Entscheidungen. Die Umstände entscheiden quasi, nein, andersrum. Wir entscheiden immer aus einer Situation heraus, weil wir in dieser Situation das, was wir entscheiden, für richtig erachten. Unter ganz komplexen emotionalen Voraussetzungen. Und entsprechend entscheiden wir unter ähnlichen Voraussetzungen. So, erstmal hier aufs Klo gehen, Morgentoilette.